Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist gerade so schön, dieses Video aufzunehmen. Das ist eine total spontane Aktion eigentlich, weil ich gar nicht vorhatte, ein YouTube-Video aufzunehmen. Aber ich teile mit euch heute ein neues Kapitel in meinem Leben und dadurch, dass ich euch schon so, so viele Jahre hier oder auch allgemein durch mein Leben mitnehme, habe ich das Gefühl, ich muss ein bisschen genauer darauf eingehen und allgemein mal wieder die Fragen durchschauen. Was sind so die meistgestelltesten Fragen? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier kann man das einfach so ein bisschen persönlicher machen als in 15 Sekunden oder in einer Minute auf Instagram. Und deswegen dachte ich mir, setze ich mich für euch hin, beantworte eure Fragen und würde gleich mal starten, oder? Gibt es schon Updates zu deinem Umzug und wohin ziehst du? Wir wollen Umzugsvlogs. Es gibt tatsächlich ein ziemlich krasses Update eigentlich, weil das letzte Mal, wo ich glaube ich ein Video gemacht habe, da habe ich euch erzählt, dass ich ins Tiny House einziehen werde und jetzt sind wir hier, wo ich euch im Endeffekt vor ein paar Minuten auf Instagram einen Post hochgeladen habe, in dem ich erzähle, dass ich mir 2023 den Wunsch eines Eigenheims erfüllen werde. Ich bin irgendwie selber noch so geschockt, dass es tatsächlich schon begonnen hat. Also der Prozess ist schon am Laufen. Ihr seht jetzt zwar da hinten nicht raus, aber die Baustelle ist schon da. So krass. Ich habe es tatsächlich selber nicht glauben können, solange hier nichts passiert ist. Und es war nur Planung und so weiter. Ich habe diese ganze Planung übrigens auch mitgenommen. Also ihr könnt euch freuen, weil ich das entweder auf Instagram oder hier verarbeiten werde. Es ist einfach wunderschön gerade, weil das nicht nur ein Ort sein wird, wo ich mich wirklich zurückziehen kann, wo ich mehr Platz für mich habe, sondern auch gleichzeitig für meine zukünftige Familie. Und ihr wisst, dass dieser Traum von mir, mal Mama zu werden und eine Familie zu haben, eine eigene zu gründen, ein sehr ausgeprägter Wunsch ist. Es ist so krass, ich höre. Ich kann es irgendwie selber immer noch nicht so ganz glauben. Habe ich das Gefühl, ich bin dem irgendwie so einen Schritt näher und bin so stolz auf mich, weil ich, wenn mein 13-jähriges Ich, was meinem 13-jährigen Ich erzählt hätte, was ich heute mache, ich hätte es nicht geglaubt, um ehrlich zu sein. Und deswegen Dankeschön an mein jüngeres Ich, das immer an sich geglaubt hat und immer so, 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 so fleißig war. Wow. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Und somit erübrigt sich wahrscheinlich auch die Frage, wohin ich ziehe. Weil wenn ich hier nach hinten zeige, dann meine ich natürlich auf dem Grundstück, das ich mir vor ein paar Jahren aufgrund des Tiny Houses gekauft habe. Das Grundstück ist direkt neben meinen Eltern und somit sehe ich meine Geschwister aufwachsen, was für mich ein absolut wichtiger Point ist. Ich schwöre, es ist endlich raus. Mir wurden ein bisschen Steine in den Weg gelegt, warum ich es noch nicht erzählen konnte. Und zwar wurden irgendwie Dokumente veröffentlicht und man konnte sozusagen überall meine Adresse finden. Deswegen war ich jetzt eigentlich ganz happy, dass ich da ein bisschen warten musste. Jetzt ist wirklich alles in trockenen Tüchern, es passiert. Der Bau hat angefangen, es gibt kein Zurück mehr. Ich habe übelsten Respekt davor, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich Respekt davor. Es ist nicht was, was man jeden Tag macht natürlich und ich bin unfassbar dankbar. Aber auch gleichzeitig die größte Vorfreude, die man sich vorstellen kann. Ich kann es kaum erwarten, euch auf dem Prozess mein Zuhause zu kreieren, mitzunehmen. Oh, ich finde es voll schön, euch das jetzt erzählt zu haben, weil ihr verfolgt mich schon so lange und das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Ich glaube, ich darf jetzt gar nicht so viel Zeit verlieren und lasst uns einfach weiter Fragen beantworten. Das sind tatsächlich Fragen, die schon bevor ich jetzt überhaupt davon erzählt habe, aufgetaucht sind. Deswegen nehme ich sie auch jetzt rein. Was passiert mit deinem Tiny House, wenn du umziehst? Verkaufst du oder vermietest du es? Keines von beiden tatsächlich. Ich lasse das genau so, wie es ist, hier stehen. Alleine die Kosten, das hier zu machen, war genug. Und muss ich auch ehrlich sein, ist jetzt mit dem Hausbau und so weiter nicht drin, da wieder ein neues Grundstück zu finden, dann eine Genehmigung für dieses Grundstück zu haben, dass man da das Tiny House hinstellen darf und so weiter und so fort. Ich habe jetzt einfach beschlossen, das hier stehen zu lassen. Es steht genau vor dem Haus,
Ich werde euch das auch alles nochmal genauer zeigen, wie das dann aussieht. Ihr seht das dann auch, wenn ich euch mal abfilme, wie jetzt der Keller gerade ausgegraben ist. Dann könnt ihr circa sehen, wie das Tiny House steht. Das Allercoolste daran wird sein, dass es einfach unser Gästehaus wird. Das heißt, Freunde von uns können hier pennen, haben ihren eigenen Space, haben ein Badezimmer dabei, können mit uns Zeit verbringen, aber auch dann abends sich einfach auch zurückziehen. Das ist super cool, weil ich habe viele Freunde, die ja weit weg wohnen und die müssten dann schon ein paar Tage auch da bleiben. Aber wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann was anderes damit vor und sage, ich vermiete es irgendwie. Dann werde ich das bestimmt machen, aber das ist erstmal der Plan dafür. Alle Fragen zum Thema Hausbau und Haus in die Kommentare schreiben, also würde ich mich sehr freuen. Vielleicht kann ich dazu ein separates Video machen oder eben auf Instagram ein Q&A. Das könnt ihr dann sozusagen auch entscheiden, könnt ihr mir da auch dazu schreiben. Eine Frage, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie gestellt wird, ist, wann der Umzug stattfinden wird oder wann ich denke, dass das Haus einzugsbereit ist. Und ich glaube, Mitte des Jahres tatsächlich, also im Sommer. Und ich würde mir wünschen, dass man im Herbst fix dort wohnt. Aber natürlich, ich finde mich auch damit ab, wenn es Ende des Jahres ist, also wirklich Ende des Jahres. Eine Frage, die schon sehr lange in meinem Fragebutton sich bewegt, würde ich jetzt meinen, ist auf jeden Fall die Frage, warum hast du deinen Freund bis jetzt nicht gezeigt? Gibt es Gründe dafür? Weil es gab ja zum Beispiel auch Leaks und so weiter. Kannst du dir vorstellen, deiner Beziehung irgendwann etwas mehr zu teilen? Ich glaube, für manche ist es so ein bisschen unlogisch, warum ich das so mache. Gibt es dann auch wieder welche, die sich die Gründe irgendwie zusammenreimen können? Um da mal Klartisch zu machen und mal kurz darauf einzugehen, habe ich mir gedacht, dass ich mal einfach meine Gründe erzähle, warum das so ist, wie das ist. Und warum ich einfach in dem Fall ein bisschen erwachsener handeln wollte, wie ich das zum Beispiel zuvor getan habe. Weil wer mich länger kennt, der weiß, ich hatte schon mal eine öffentliche Beziehung. Und das war dann halt nicht so schön, dass sie dann irgendwie in der Öffentlichkeit stand. Vor allem auch, weil sie sich in einem kritischen Bereich bewegt hat. Und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung. Ich habe mich zuvor in einer Beziehung befunden, die sich sehr traumatisierend auf mich auch im Nachhinein ausgewirkt hat und die mich bis heute teils Heilung kostet. Und dieser Heilungsprozess, und ich glaube, jeder, der mal in so einer Situation war, der weiß, dass dieser verstärkt wird dadurch, wenn man dann jemanden kennenlernt. Ich habe den Prozess des Heilens ja schon vorher angefangen. Ich beschäftige mich viel mit mir selber. Aber als dann dieser wundervolle Mensch, der jetzt in meinem Leben ist, in mein Leben kam, war ich so, oh Gott, wenn jetzt wieder was passiert und ich war fast schon panisch. Ich war panisch, ich konnte nicht vertrauen, ich wusste nicht, wie ich mit einem Menschen umgehen soll, der das komplette Gegenteil ist. Es wurde auch bis jetzt tatsächlich das Thema auch noch nie so oft thematisiert, habe ich das Gefühl, wo es darum geht, wie ist dieser Übergang von etwas Toxischen für einen zu etwas Gesunden, was sich sehr positiv auf einen auswirkt. Und das musste ich ehrlich gesagt mal lernen. Und dieser Heilungsprozess, der jetzt die letzten 2 Jahre, jetzt sind wir fast 2 Jahre einfach zusammen, unfassbar krass. Diese 2 Jahre habe ich so krass an mir selbst gearbeitet, an dem, dass diese vorige Story nicht meine jetzige schreibt, sozusagen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es nicht richtig ist, solange dieser Prozess so ongoing ist, das in die Öffentlichkeit zu ziehen. Ich weiß, das macht nicht jeder so und ich kann das auch irgendwie verstehen, dass man da natürlich Fragen hat oder dass man diese Entscheidung nicht so ganz akzeptieren möchte und dann diesen Schritt weitergeht, dass man mal guckt und nicht nur guckt, sondern dann halt das vielleicht kommentiert und im nächsten Schritt das vielleicht auch noch gerne leaken möchte, weil einem da als Zuschauer wahrscheinlich dann auch ab und zu einfach nicht bewusst ist, was das mit sich zieht. Möchte das überhaupt die Person? Es gibt Leute, die setzen es ja darauf an, dass es geleakt wird, aber ich habe mich schon sehr bemüht, dass das eben nicht der Fall ist. Was ich aber auch als falsch empfunden habe, ist gar nichts davon zu erzählen, weil keiner hätte mir abgekauft, dass ich 2 Monate in Kopenhagen bin oder dauerhaft Sachen unternehme alleine, weil ich einfach da nicht der Typ dafür war in dem Moment. Jetzt inzwischen könnte man das glauben, aber zu dem Zeitpunkt nicht.
Und ohne da Gerüchte oder eben das genau, was ich gerade gesagt habe, das herauszufordern, in die Welt zu setzen und mir dann vielleicht vorzuwerfen, hey, warum hast du uns da ein bisschen angeschwindelt? Das wollte ich nicht. Ich wollte das wirklich authentisch mitnehmen in meinem Tempo und der eine hat es verstanden und hat das auch so respektiert und der andere hat es halt eben ja nicht so ganz verstanden. Und das gibt's auch. Ich habe mich dann eher auf die Leute fokussiert, die das halt eben geschätzt haben, dass ich dann trotzdem einen gewissen Part zeige. Weil was mir immer wichtig war, ist einfach auch diesen Übergang eben so ein bisschen mitzunehmen. Genauso wie ich das fühle und wie ich das denke. Man sieht an der Stelle wieder, hätte ich gar nichts gesagt, wäre es so und so unauthentisch gewesen. Und ja, ich hätte ja gelogen, dass jemand an meiner Seite ist. Hätte ich es gleich gezeigt, wäre mir gesagt worden wahrscheinlich, warum ziehe ich das jetzt so schnell in die Öffentlichkeit, habe ich nicht aus meiner vorigen Beziehung gelernt. Ich habe den Mittelweg gewählt und selbst der ist für den einen oder anderen nicht richtig. Und das Allerwichtigste ist, dass man sich selber damit wohlfühlt. Auch in dem Fall egal, wie andere Leute ihre Beziehungen teilen, weil das ist jedem selbst überlassen, in welchem Ausmaß er das nach außen ziehen möchte. Und für mich war das bis zum jetzigen Zeitpunkt die absolut beste Variante, um zu heilen, in Silent. Und vielleicht war ich auch ein bisschen naiv zu denken, dass da niemand wäre, was leaken wollen würde oder die Namen darunter kommentiert, aber jeder, der da was kommentiert hat, denkt das nächste Mal zweimal drüber nach. Es ist nicht mal cool, es ist einfach nur ein bisschen peinlich und irgendwie unangenehm und etwas unreif. Ja. Das muss ich am Ende dazu sagen. Es ist weder jemand ein Sherlock, wenn er es rausfindet, weil es ist in Ordnung, wenn du es weißt, aber behalt es dann einfach für dich und respektiere in dem Fall meine Privatsphäre. Zwei, drei weitere Gründe wären zum Beispiel, dass ich vor allem am Anfang eine Beziehung festigen wollte, dass das jetzt nicht darum geht, dass Social Media so ein riesen Part in dieser Beziehung ist. Das hat mich in anderen Hinsichten einfach sehr, 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 sehr gestört. Und dann weiß man auch nicht, wie jemand darauf reagiert, eben plötzlich vielleicht ein paar Follower zu bekommen. Verändert sich die Person? Ich habe so viele Leute gesehen, die sich verändert haben durch irgendwelche Zahlen, durch irgendwelche Erfolge. Und ja, ich habe da einfach in dem Fall auch ein bisschen weitergedacht. Und dann der dritte Punkt, der auch sehr ausschlaggebend ist, möchte sich vielleicht selber jemand was aufbauen und nicht nur in dem Fall dann der Freund von mir sein, sondern halt sich selber zu verwirklichen und so weiter und so fort. Daran hat jetzt die andere Seite in dem Fall nicht dran gedacht, aber ich persönlich schon. Und ob ich es mir vorstellen kann, da mal mehr zu teilen, ja auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt inzwischen fast 2 Jahre zusammen und ja, gehen bestimmt ganz viele weitere Life-Steps miteinander, die jetzt ja auch folgen. Und ich glaube, da würde ich mich dann selber auch irgendwann zu sehr einschränken. Aber ich habe da jetzt, wie gesagt, keinen Plan dafür. Und wenn das morgen ist, ist das morgen. Und wenn nicht, dann halt nicht so. Aber mir ist einfach wichtig, dass ihr einen gewissen Teil mitbekommt und selbst wenn es öffentlich wäre, würde ich nur das teilen, wo ich mich auch danach fühle. Die nächste Frage habe ich auch so ein bisschen darauf abgestimmt tatsächlich, weil sie auch immer wieder so ein bisschen in den Raum geworfen wird und ich natürlich auch meinen Kanal sehr educational inzwischen auch nutze, dass ich halt Messages mache, Reminder, irgendwo auch einen Mehrwert mitgebe. Und da kam oft die Frage, du redest inzwischen sehr offen über deine vorherige Erfahrung in einer toxischen Beziehung. Warum hast du die Geschichte dazu nie erzählt und inwiefern hat sich diese Erfahrung auf deine jetzige Beziehung ausgewirkt? Das ist wieder so eine schwere Frage. Okay, warum suche ich mir die eigentlich aus? Aber es ist halt einfach was mir brennend ja auch auf dem Herzen liegt, dass ich diese Sachen einfach auch mal, dass ich da reinen Tisch mache, dass ich auch sage, hey, das ist mein Standpunkt und das ist der Grund, warum ich Dinge so mache, wie ich sie mache. Um ehrlich zu sein, ich bin mir dankbar, dass ich damals auch so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Ja? Ich habe nicht angefangen, irgendein Storytime zu machen, meine Geschichte da auszulegen und wahrscheinlich daraus resultierend ein Beef zu gestalten im Internet. Das bin ich einfach nicht. Und der einzige Grund, warum ich mich öffne in dem Fall, ist, weil das zusätzlich zu meinem Heilungsprozess dazugehört, dass ich euch helfen möchte. Das hat nur einen educational Grund. Ich möchte einerseits, und deswegen mache ich auch kein Storytime, das ist mir passiert und das ist mir passiert. Weil Karma, und ich glaube an Karma, Karma wird alles von alleine regeln. Jeder, wie er mit anderen umgeht, kriegt das irgendwann zurück.
das ist meine Akquise. Das muss ich nicht in die Hand nehmen. Ich muss niemanden darauf hinweisen, wie er sich verhalten hat. Das wird die Person selber irgendwie auch wissen. Und auch wenn man gerne dem einen oder anderen mal eine Lektion erteilen wollen würde, ich finde das charakterlich irgendwie manchmal nicht so gut. Und deswegen habe ich das nie gemacht, dass ich das erzählt habe, was mir da alles widerfahren ist, sondern nutze es als educational Grund, um allen, die mir zugucken, auch irgendwo diese Hoffnung zu geben, dass egal, was du erlebt hast oder was dich traumatisiert hat in einer vorigen Beziehung, nicht heißt, dass da niemand mehr kommt, der dich auf Händen hält und wirklich, wirklich von Herzen liebt. Und wie man zum Beispiel auch aus sowas rauskommt. Ich rede halt immer mehr über diesen Prozess, den ich selber durchgehen musste, um einfach mich daraus zu befreien, weil am Ende des Tages ist es ja auch irgendwo so, dass man ja auch selber hätte gehen können, aber man denkt halt oft nicht an sein Zukunfts-Ich und denkt sich so, ja, ich gebe dir noch eine Chance und nochmal und nochmal und nochmal und muss halt so oft anlaufen, dass man irgendwann auch kapiert, hey, ich habe Besseres verdient für mich, für meine Gesundheit, für alles drumherum. Und das möchte ich halt allen auf dem Weg mitgeben und deswegen öffne ich mich dazu auch einfach gerne inzwischen. Aber wie gesagt, einfach in einem gewissen Maß. Und da gibt es natürlich dann wieder diese Kommentare wie, aber meinst du damit das und das und das? Und ich dann so, denkt es euch, wenn ihr es eh schon wisst. So, denkt es euch einfach. Und lasst mich den educational Teil übernehmen, sodass ich mich einfach weiterhin in die Richtung öffnen kann, nicht nur auf diese Thematik, sondern auch auf viele andere Sachen. Man sagt halt oft Dinge nicht, weil man damit andere mit reinzieht und das möchte ich irgendwo auch nicht. Und das ist egal, ob das mein größter Feind wäre, ich würde da trotzdem nicht abwertend darüber sprechen, weil es irgendwo trotzdem Teil meines Lebens war. Ich bin tatsächlich inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, ich bin nicht dankbar dafür, was da passiert ist, aber ich bin dankbar dafür, wie ich da rausgekommen bin. Und wie ich jetzt darauf denke, wie mein Mindset sich verändert hat, wie meine Sicht der Dinge sich verändert hat, was ich jetzt akzeptiere, was ich nicht mehr akzeptiere, wo meine Boundaries sind, das sind einfach so wichtige Dinge, die ich dadurch lernen konnte. Und das ist das Allerwichtigste. Ich sag's euch, es gibt natürlich Geschichten aus meinem Leben oder auch bestimmt bei ganz vielen anderen, die sie so gerne erzählen würden, genauso wie sie für sie passiert sind. Aber die Frage ist, was ist die Auswirkung? Was bewirkt man dadurch? Und bei einem Storytime bewirkt man meistens Hate auf eine andere Person und bei Educational geht es dann darum, dass die Personen sich das merken und vielleicht bei sich anwenden. Und das ist der Unterschied. Das ist der gravierende Unterschied dazwischen. Ja, es ist auch allgemein super, super spannend, weil ich glaube, die ersten Q&As, da war ich 13, 14 und jetzt aber immer noch hier zu sitzen und die Möglichkeit zu haben, so viele Menschen zu inspirieren, noch mehr als damals sogar, ist einfach wunderschön. Und ja, bei mir hat sich wie gesagt einfach viel verändert, weil ich einfach auch, natürlich werde ich älter und habe ich andere Ziele und das hat man auch zum Beispiel gemerkt, was meinen Sport angeht und da kamen auch ein paar Fragen, deswegen die Überleitung, weil ich mir dachte, ich nehme jetzt nicht nur Haus und Umzug und Freund und Beziehung und weiß Gott was rein, sondern auch wirklich auch so ein paar Fragen, die so ein bisschen unabhängig davon sind. Und da kam die Frage, du machst ja seit einem Jahr Krafttraining, wie trainierst du, wie oft, hast du für uns einen Trainingsplan, körperlich, mental, was hat sich verändert und wie gehst du mit Anxiety um? Wahrscheinlich haben es einige mitbekommen, ich hatte schon am Anfang so ein bisschen viel mit Anxiety zu tun. Vor allem, nachdem wir so lange alle zu Hause waren, kann das vielleicht der ein oder andere auch irgendwo nachvollziehen. Ich war immer schon ein sehr Ich war immer schon so, dass ich eher zurückhaltender war, introvertierter. Ich beschäftige mich sehr viel mit mir selber und das letzte und dieses Jahr hat schon sehr viel verändert und ich bin so ein bisschen auf den Grund gekommen, warum Anxiety bei mir so ein großes Thema ist. Und das ist ursprünglich definitiv aus der Zeit, wo ich so gemobbt wurde. Weil egal, wo ich hingegangen bin, wurde ich verspottet, mir wurden Sachen nachgerufen, es wurden Aktionen gedreht, die einfach super uncool sind, wenn man da heute drauf blickt und wo ich einfach immer wieder den Tränen nah bin, weil ich nie wieder in dieser Situation sein möchte und ich mir
ja teils nur vorstellen kann, wie es da auch anderen geht. Und das war mit ein Auslöser, warum ich überhaupt Angst habe, allein an öffentliche Plätze zu gehen. Ob das jetzt das Gym ist oder ob das was anderes ist. Dieser Grundgedanke, wieder in so eine Situation zu kommen, hilflos, alleine. Und das ist ein riesengroßer Faktor, warum sich das überhaupt so aufgebauscht hat. Dann kam dazu, dass man dann jahrelang jetzt zu Hause war. Das hat das Ganze irgendwie bei mir 100% verschlimmert. Und ich würde sagen, das kann jeder unterschreiben, ich bin bei jedem irgendwie so ein bisschen anders in Form von mehr extrovertiert, mehr introvertiert. Aber von Grund auf, von der Person her, bin ich eher introvertiert, außer ich fühle mich ultra krass wohl schon am Anfang. Dann kann schon sein, dass ich so ein bisschen aus mir rauskomme. Und das hat mein Partner tatsächlich sehr gefördert, dass ich in vielerlei Hinsicht, ob das jetzt das Anxiety-Thema angeht, aber auch andere Punkte, dass ich da richtig aus mir rauskomme. Und das ist das Allerschönste, wenn eine Beziehung dich dazu auch motiviert, aus dir rauszukommen. Und wenn das bedeutet, an dir selber zu arbeiten. Und das ist so, 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 so schön. Dieser Prozess ist ongoing. Ich muss stetig was dafür tun, dass ich nicht wieder in so ein Muster verfalle, dann nicht rauszugehen oder eben nicht aus dem Auto dann auszusteigen, obwohl ich schon vorm Gym stehe. Und das habe ich auch so ein bisschen auf Instagram mitgenommen. Und ich bin da sehr, sehr stolz auf mich, dass ich inzwischen schon sicher 3-4 Gym-Sessions alleine geschafft habe und wirklich alleine hingefahren bin, hingegangen bin, trainiert habe, fleißig das zu Ende gebracht habe, ohne Angst, ohne Probleme. Und ja, das hat mich eigentlich davon abgehalten, so richtig konsistent in dem Punkt zu werden, weil ich immer schon Bock hatte, irgendwie mich mehr sportlich zu aktivieren. Und das habe ich jetzt das past year so richtig, richtig krass geschafft. Ich bin so konsistent in dem Punkt geworden. Ich habe auch gemerkt, Motivation ist eine Lüge, die man sich selber erzählt. Entweder ist man konsistent und man hat irgendwo sich eine Gewohnheit geschaffen oder man will es halt auch einfach nicht, weil es ist kein großes Hexenwerk, auch sage ich mal, sich viele Videos anzugucken, sich dazu wirklich damit zu beschäftigen, da muss man in gewisser Weise auch ein bisschen Eigeninitiative zeigen, weil einem nicht jeder einfach herkommt und sagt so, komm, ich zeig dir das jetzt mal alles. Und genau, deswegen habe ich mich viel damit befasst, ich habe Leute gefragt, die ich kenne, hey, kannst du mir da ein paar Tipps geben? Ich habe mir da die Tipps geholt, ich habe mir zugehört, wenn es ums Thema Sport geht und habe einfach, ja, mit keinem Gewicht angefangen und bin inzwischen auch schon ganz gut dabei, ein bisschen Gewicht zu stemmen und habe auch tatsächlich richtig crazy Ergebnisse, was meinen Körper angeht, konnte echt viel an Muskelmasse zunehmen und ich habe in meinem Highlight Fitness Journey, habe ich vor ein paar Tagen einen kleinen Vlog aufgenommen, wo ich so ein bisschen mein Booty-Training zum Beispiel mitgenommen habe. Das könnt ihr euch gerne angucken. So einen richtigen Trainingsplan habe ich jetzt nicht, wo ich euch wirklich so eine Seite auflegen kann oder so. Aber ich glaube, das hilft schon in einer gewissen Weise, da ein bisschen zu gucken in mein Highlight, was ich denn so genau mache. Und ja, mental hat sich so krass verändert. Ich bin viel ausgeglichener. Ich habe weniger Overthinking. Ich habe weniger allgemein Beschwerden, also sei es jetzt, dass mir irgendwas wehtut, ja, und es hat sich auf mich sehr, 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 sehr positiv auch in anderen Punkten ausgewirkt, weil ich diese Consistency auf verschiedenste Punkte meines Lebens noch zusätzlich gelegt habe, wo sie noch nicht so ausgeprägt waren, weil mein Job und meine Leidenschaft, das ist so eine Consistency seit knapp 10 Jahren jetzt. Aber andere Punkte, da bin ich jetzt auch noch nicht so fortgeschritten und da darf man sich ja auch entwickeln und ich kann auch nicht alles und wie gesagt, auch wenn das manchmal so wirkt, aber ich kann nicht alles und muss mir auch Sachen lernen und ich habe das so ein bisschen mit dem Fitness so ein bisschen in Silence gemacht, weil ich auch nicht, wie gesagt, dauerhaft gejudged werden will, wie ich was gemacht habe und halt anfange, weil das ist genau das, wo sich die meisten dann nicht trauen. Am Ende des Tages bin ich drauf gekommen, dass es eigentlich gar kein juckt, was ich da mache. Ob das jetzt auf Instagram ist, aber auch im Fitnessstudio selbst, weil das ja die eigentliche Hürde war. Und ja, da habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, hey, so böse sind Menschen dann doch nicht. Und auch wenn ich vielleicht viele schwierige Erfahrungen damit gemacht habe oder allgemein mit Menschen schon viel durch habe, glaube ich trotzdem immer noch an das Gute und verliere mein gutes Herz dann nicht und lasse mich jetzt nicht mehr aufhalten von Anxiety, weil ich möchte das einfach loswerden. Ich will nicht, dass das zwischen mir steht, nur weil ich was erlebt habe und mache meine Vergangenheit nicht zu meiner Zukunft. Und ja,
Also vielleicht einen kleinen Motivation Speech auch an euch. Das Thema kann angegangen werden und solltet ihr angehen und nicht davor die Augen zu verschließen und dann nicht zu gehen und dem Ganzen recht zu geben und noch mehr Energie da reinstecken, sondern wirklich fokussiert das angehen. Ja. Ja, jetzt habe ich irgendwie diese Vorhangsituation hier klären müssen. Plötzlich kommt hier Licht rein, plötzlich da. Und ich so, okay, ich muss eine Lösung finden, sonst haben wir hier ja ganz wilde Lichtverhältnisse dauerhaft. Wahrscheinlich ändert sich es auch zwischendurch. Aber ich muss einfach ein bisschen meinen Perfektionismus in gewissen Punkten ablegen, weil sonst kein YouTube-Video mehr kommt. Und sind fast am Ende angekommen und haben noch zwei Fragen, die ich beantworten möchte. Und zwar deine derzeitigen Reisepläne für dieses Jahr. Ihr wisst, ich liebe Reisen. Dieses Jahr wird aber, was Reisen angeht, glaube ich, ein bisschen weniger, um ehrlich zu sein. Es hat zwar jetzt auch im Februar, haben wir wieder richtig, richtig viel gemacht, sei es Skifahren oder ja, alles Mögliche. Oder wir waren in London. Businesstechnisch werden auf jeden Fall einige Sachen anfallen, wo ich mal wohin muss. Vielleicht auch für die Brand, da sitzt mein Team in Köln, da muss ich ab und zu nach Köln. Aber so, was ich jetzt so vor Augen habe, sind es zwei Main-Dinge. Einmal Kopenhagen für das Konzert und einmal für eine Hochzeit nach Bali. Und Bali, da werden wir ein paar Wochen dranhängen. Es wird bestimmt das ein oder andere noch dazukommen, aber wirklich sehr gediegen dieses Jahr. Und ich glaube, das ist auch dieses Jahr, außer es lädt mich jetzt irgendwo jemand ein, dieses Jahr auch irgendwie nicht so drin, würde ich jetzt mal meinen. Ja. Ich bin schon jetzt so ein bisschen auf der Sparbremse, logischerweise. Aber es ergeben sich immer übers Jahr so viele Möglichkeiten und ich werde die dann einfach nutzen, falls sie kommen. Und ja, ach, eine Sache, die möchte ich nicht vergessen. Ich möchte eine Reise dieses Jahr noch machen und ich glaube, die bewegt sich halt wirklich gegen Ende des Jahres, dass ich eine Reise alleine mache. Das möchte ich gegen meine Anxiety machen, einfach nochmal so als Proof, ich kann das. Und da stelle ich mir gerade so ein bisschen so vor, so Fuerteventura oder Madeira oder so, einfach als Trip alleine für so 7 Tage mit einem Auto so durchfahren und so und mit Kamera stehen bleiben und da fotografieren und hier. Und ja, da erzähle ich euch aber auch gerne mehr, wenn es wirklich spruchreif ist. Aber das wäre so ein bisschen so der Plan bis jetzt. Ach, ich vergesse immer ein bisschen was. Wir werden dieses Jahr schon sehr viel Sommer auch in Österreich genießen. Weil der Sommer in Österreich kann so schön sein, also sei es an den Seen, sei es mal wandern zu gehen. Also, sage ich ehrlich, finde ich cool, möchte dieses Jahr mehr machen und auch mal unsere Gegend ausnutzen, weil das macht man eh so selten. Irgendwo da, wo man wohnt, da macht man irgendwie am wenigsten, aber es liegt auf der Hand, dass man es macht, weil Österreich ist so, 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 so schön. Und ja, kommen wir zur letzten Frage und da geht es ums Hautupdate. Und tatsächlich hat sich hauttechnisch bei mir so viel getan. Also wenn man jetzt ein Jahr zurückblickt, dann hätten wir dieses Bild hier. Und wenn man heute guckt, hätten wir dieses Bild hier. Und ich habe dazu tatsächlich einen Post für nächste Woche vorbereitet, also für diese Woche, die jetzt läuft. Und zwar werde ich da ein paar Tipps sharen, die ich jetzt ein bisschen angewandt habe, was ich so ein bisschen verändert habe und über die Jahre jetzt gesammelt habe, weil ich hatte ja schon mal im Jugendalter auch ziemlich zu kämpfen mit meiner Haut und definitiv Akne. Also von dem her kann ich euch da bestimmt einige Tipps scheren. Es hat auf jeden Fall mit Ernährung zu tun, mit kleinen Angewohnheiten, mit der Skincare, mit dem, dass man auch vielleicht ab und zu trotzdem Supplements in Betracht zieht, denn auf das Große und Ganze guckt, so, wo liegt mein Problem, gehe ich vielleicht ab und zu mal zur Kosmetikerin etc. etc. Dass ich das gepostet habe, dass sich meine Haut so drastisch verschlechtert hat, hat aber nicht nur ausgelöst, dass ich mich persönlich mehr öffnen konnte und ein bisschen mehr von diesem Perfektionismus, den ich da schon teils angestrebt habe, weggekommen bin und einfach realer werden konnte. Und nicht nur das, ich habe dann aufgehört, in Stories Facefilter zu nehmen, wo sich irgendwas verformt. Teils habe ich eh nur noch welche genommen, wo irgendwas glättet, aber ich habe jetzt teils auch kein Problem mehr, wenn man irgendwo einen Pickel sieht oder sonstiges. Und ja, das war ein sehr, sehr positiver Effekt dadurch. Ja, es ist wirklich eine Journey, ich sag's euch. Aber eine Journey, die mich mehr zu mir gebracht hat und euch tatsächlich auch mehr Realität bieten konnte, auch wenn es mir in dem Moment nicht so gefallen hat, zu teilen, hey, meine Haut ist schlecht so. Ja, ich glaube,
Das sollte jetzt ein gutes Ende des Videos sein, sonst sitzen wir hier noch übermorgen da. Aber ich bedanke mich, falls du bis jetzt dran geblieben bist. Und drück euch ganz doll, bin sehr, sehr, sehr dankbar für die Community, die wir heute sind. Okay, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich ein bisschen früher wie das letzte Mal. Ich verspreche es, okay? Nein, ich will nichts versprechen, aber ich habe ja was fürs Haus aufgenommen, also wird schon was kommen. Ich habe es wirklich geschafft. Echt mal ohne Druck und ohne irgendwie mich die ganze Zeit 100-mal zu verhaspeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid die beste Community. Und unglaublich tolle Seelen. Lasst euch das niemals ausreden.